Rudolf Lückiger, 21 Jahre alt. Der Offiziersaspirant, tot, entstellt von einer Granate. Hier in allen Ästen, überall hingen Kleidungsfetzen. Offizielle Todesursache, Selbstmord. Der Fall Flückiger, geschehen 1977 im Jura. Eine unruhige Zeit im In- und Ausland. 1977 ist eigentlich das Umfeld, das dann auch zu den verschiedenen Theorien oder Erklärungsversuchen von dem Todesfall geführt hat. Mehrere Bluttaten ereignen sich damals im Jura. Auch ein Polizist wird getötet, ein Wirt stirbt, an der Grenze eine Schießerei. Es ist vieles gelaufen in kürzer Zeit. Und man hat alles wieder gesagt, nein, das hat nichts zusammen zu tun und jeder hat Selbstmord gemacht. Das ist doch einfach, oder? Natürlich eine grosse Lüge. Daniel de Roule, Schriftsteller. Rund um die damaligen Ereignisse im Jura hat er einen Roman verfasst. Der Fall Flückiger, für ihn typisch schweizerisch. Ich finde, es ist so ein Fall, wo man sieht, wie es in der Schweiz läuft. Das heisst, das Geheimnis, das haben wir gern. Macht ist eigentlich in der Schweiz mehr Geheimnis als Gewalt. Oder? Und wenn es Gewalt gibt, dann tun wir schnell ein Geheimnis darüber tun. Und darum weiss man heute noch nicht genau, was da gelaufen ist. Aber sicher kein Selbstmord. Was ist im Herbst 1977 mit Rudolf Flückiger passiert? Der 21-Jährige aus dem bernischen Jegensdorf absolviert damals die Unteroffiziersschule als Radfahrer. Stationiert ist er auf dem Waffenplatz Bühr, im Jura direkt an der Grenze zu Frankreich gelegen. Hier steht an einem Septemberabend ein Orientierungslauf an. Gelaufen wird im Denu Blau. Ausgerüstet mit Dienstpistole ohne Munition, Karten und einem Kompass. Die Ziele liegen in den Wäldern der Umgebung. Der Bauernsohn und Radfahrer ist körperlich in Bestform. Doch an jenem Abend Mitte September 1977 kehrt er nicht zurück. Das Verschwinden macht Schlagzeilen. 450 Soldaten werden zur Suche aufgeboten. Großräumig durchkämmen sie die Gegend um die Kaserne Bühr. Tagelang läuft die Suchaktion in den Wäldern des Juras nahe der Grenze. Vergeblich. Sein Verschwinden fällt in eine hitzige Zeit. Im Jura, damals noch Kanton Bern, kämpfen Separatisten für einen eigenen Kanton, seit Jahrzehnten schon. Nun fehlt noch eines, die Zustimmung der Stimmbevölkerung. Eine gesamtschweizerische Abstimmung steht bevor. Und gleichzeitig in Deutschland 3 prominente Tote, eine Entführung, eine Flugzeugentführung, einige Banküberfälle. Reicht das, einen Rechtsstaat wie die Bundesrepublik Deutschland in Frage zu stellen? Die Rote Armee-Fraktion RAF terrorisiert Deutschland. Anfang September 1977 entführt sie Hans-Martin Schleyer, Arbeitgeberpräsident. Wochenlang wird gefahndet. Herbst 1977, das ist auch der deutsche Herbst. Das Klima vom deutschen Herbst war auch in der Schweiz sehr präsent. Man hat gewusst, dass die Rote Armee-Fraktion die Schweiz auch als Ruheraum, als Durchgangsraum, auch als Beschaffungsraum benutzt. Und man hat natürlich auch befürchtet, dass es könnte zu Anschlägen in der Schweiz selber kommen. Im Jura dauert die Suche nach Flückiger damals an. Bald wird gemunkelt, stecken deutsche Linksterroristen dahinter oder jurassische Separatisten? Umso brisanter werden diese Fragen, als feststeht, Flückiger ist tot. Als ich hier angekommen bin, lag sein Körper da. Dort die Wirbelsäule. Und in den Ästen überall hingen Kleidungsfetzen. Eine Handgranate habe ihn zerrissen, berichtet die Presse. Und schon wird spekuliert. Opfer des Jura-Terrors, titelt der Blick. Doch bald sickert durch, die Behörden vermuten einen Selbstmord. Rudolf Flückiger, 21 Jahre alt, Selbstmord. Das wird die offizielle Todesursache.
Zu Hause in Jegensdorf lag Rudolf Flückiger begraben. 46 Jahre sind vergangen, das Grab ist inzwischen geräumt. Die Zweifel aber sind geblieben. Selbstmord? Nicht der Rudi, ist seine Familie überzeugt. Wenn ich an Rudi denke, dann sehe ich einfach seine zwei leuchtenden blauen Augen vor mir. Er war einfach aufgestellt und voller Tatendrang. Und sein grösstes Hobby war einfach das Velofahren. Darum ist er zu der Radfahrer im Militär. Flückiger stand kurz vor der Brevettierung zum Unteroffizier. Später sollte er den Hof des Vaters übernehmen. Das ist ein. Das ist nicht auf dem Velo. Das wären da gerade schon. Ja. Sein Fall und die bis heute ungelösten Fragen. Stoff für einen neuen Kinofilm. Eigentlich ist die ganze Geschichte passiert auf dem Rücken von einer Familie, wo man bis heute sagt, das ist Selbstmord gewesen. Werner Schweizer, Regisseur. Er hat den Fall Flückiger neu aufgerollt, jahrelang recherchiert. Sein Film feierte im Januar 2024 Premiere. Was mir noch ganz klar jetzt ist, also ich denke, was ich auch beweisen kann, dass der Flückiger nicht Selbstmord gemacht hat. Wie können Sie das beweisen? Es gibt zwei Indizien. Also einerseits hat mich ein Gerichtsmediziner auf das aufmerksam gemacht, der das genau studiert hat, die Auswirkungen. Also ich will da nicht in Details gehen, es ist eine relativ makabre Geschichte, aber was eine Handgranate bewirkt, wenn man die auf einen Körper schmeißt, der noch lebt. Und er hat ganz klar nachweisen, dass die Handgranate nach dem Tod, also postmortem, auf ihn geschossen worden ist. Regisseur Schweizer stützt sich auf das gerichtsmedizinische Gutachten. Sein zweites Indiz, die Handgranate selbst, das erklärt der ehemalige Truppenarzt der Kaserne Bühr im Film. Dans l'armée, on connaissait sous le surnom de grand-mère. C'est 1,7 kg à transporter. Alors, impossible à cacher sur un homme qui fait une course d'orientation. Also für Sie ist es ein Mord gewesen. Ja, aber ich weiß nicht, wer es ausgeführt hat. Der Fall Flückiger. Die Suche nach Antworten ist eine Reise zurück in der Zeit. Der Flückiger war ein Jahr jünger als ich und ist im gleichen Dorf in der Schule wie ich. Ich habe ihn aber nicht gekannt. Ich habe ihn auch so ein bisschen als Opfer gesehen. Der arme Mensch war jetzt einfach am falschen Ort zur falschen Zeit, oder? Warum ist es genau gegenüber dieser Person passiert? Also warum ist die Opfer geworden? Und auch allfällige Verschwörungstheorien, die dann noch kommen, eben weil man nicht Anhaltspunkte hat. Das sorgt auch für eine gewisse Faszination. Und gerade weil in der Schweiz die meisten Tötungsdelikte geklärt sind, von Anfang an auch klar ist, wer der Täter war, sind die Ungeklärten eben umso mysteriöser. Wenn Flückiger keinen Suizid begangen hat, wie ist der 21-Jährige umgekommen? Drei mögliche Erklärungen kursieren bis heute. Die erste, die RAF-Spur. Der entführte Hans-Martin Schleyer. Als Flückiger vermisst wird, läuft gleichzeitig die Fahndung nach den Geiselnehmern, auch an der Schweizer Grenze wie hier in Zurzach. Mitte Oktober wird Schleyers Leiche gefunden, in einem Kofferraum. Ermordet von der RAF. Die Nähe verblüfft. Flückiger war in Bühr stationiert. Seine Leiche wurde am 13. Oktober 1977 in Frankreich gefunden. Die Leiche von Schleyer wurde in Mulhouse entdeckt, rund 50 Autominuten entfernt. Und nur 6 Tage nach dem Fund Flückigers. Besteht ein Zusammenhang? Der Grenzübergang Failly im Jura. Hier kommt es im Dezember 1977 zu einer Schießerei, die die RAF-Spur stützt. Zwei Linksterroristen wollen sich der Kontrolle entziehen, schießen auf Schweizer Zöllner, verletzen zwei schwer. Der Grenzübergang Failly. Die Schießerei dort ist für manche ein Beleg, dass Linksterroristen um die RAF im Jura verkehrt sind. Daraus ergibt sich die RAF-Theorie. Flückiger könnte einer Terroristengruppe begegnet sein, vielleicht sogar den Schleyer entführen. Man weiß heute relativ genau, wann der Schleyer von welchem Ort zum anderen geführt worden ist. Und an dem Tag, wo er quasi nach Mulhouse geführt worden ist, tot oder lebendig, ist der Flückiger schon 4 Wochen tot gewesen. Also ich glaube nicht, dass es
da. Und ich glaube auch nicht, dass der RAF-Leute sich so Mühe gegeben hätten, in so einen komplizierten Ort noch zu tun. Also trafen ihre Leute meistens liegen, die Opfer geworden sind. Also für mich ist die RAF-Theorie nicht schlüssig. Bauernsohn Flückiger. Eine folgenschwere Begegnung mit der RAF gilt heute also als unwahrscheinlich. Die zweite Theorie. Ein Berner als Opfer des Jura-Konflikts. Auch dieser Spur zu jurassischen Separatisten ist Schweizer nachgegangen. Etwas bleibt dabei bis heute ungeklärt. Anonyme Briefe, oder? Das ist natürlich mein grösstes Rätsel. Ein paar Tage nachdem der Flückiger verschwunden ist, wo man noch nicht gewusst hat, wo er ist, wo es die verschiedensten Gerüchte gibt, er sei abgehauen oder in die fremde Legion, ist ein anonymer Brief geschrieben worden an L'Impartial, Zeitung in La Chaux-de-Fonds, wo einer schreibt, er sei dabei gewesen bei der Entführung von Flückiger. Der Plan, so steht im Brief, einen Deutschschweizer Soldaten entführen und nackt vors Bundeshaus in Bern stellen. Auf dem Transport sei Flückiger erstickt. Im Verdacht damals jurassische Separatisten, die Bélier. Ihre Aktionen sind berüchtigt, seit Jahrzehnten. Das Fernsehen berichtet damals so. 1967, 70 Polizisten bekämpfen 40 Béliers vor dem Bundeshaus. 1968, Béliers dringen in den Nationalratssaal ein. Die Spur führt im Fall Flückiger zur Auberge de l'Aigle in Grandfontaine. Hier verbringen Separatisten nach einer Demonstration den Abend. Brisant, der Wirt wird später in Frankreich tot gefunden. Offiziell Suizid. Das Separatistentreffen in Grandfontaine. Just am Abend von Flückigers Verschwinden. Stecken Bélier dahinter? Wir hatten Gruppen wie die Béliers, die durchaus auch direkte Aktionen durchgeführt haben. Aktionen, die auch immer wieder illegal waren, die auch zu Sachbeschädigungen geführt haben, die aber nicht auf Gewalt gegen Menschen gezielt haben und die nicht zum Mittel von terroristischer Gewalt gegriffen haben. Die Separatistenspur, auch hier also Zweifel. Doch allein der Verdacht verunsichert, gerade als die Volksabstimmung über den Kanton Jura bevorsteht. Ungeklärte Todesfälle, Flückiger, der Wirt, höchst ungelegen. Doch sie bleiben nicht die einzigen. In diesem Haus bei Pruntrut wird ein Polizist erschossen. Später erfährt man, er ermittelte im Fall Flückiger. Die Beisetzung des erschossenen Polizisten. Der später verurteilte Täter, ebenfalls ein Polizist, ein Dienstkollege. Sein Motiv? Er verschweigt es. Der Mord am Polizisten in Pruntrut geschah im März 1978. Insgesamt 4 Tote in einem halben Jahr. Das ist ein bisschen viel, ne? Pruntrut im November 2023. Man feiert Saint-Martin, eine Art Metzgete. Das ist die jurassische Mentalität. Dinge wie der Markt an Saint-Martin, wo sich die Leute freuen, sich treffen, zusammen etwas trinken. So sind wir. Es ist diese Großzügigkeit, die jurassische Offenheit. Mylène Jolidon, jurassische Aktivistin. Sie war an der Kampagne beteiligt für den Wechsel der Stadt Moutier von Bern zum Jura. 2021 haben sie die Abstimmung gewonnen. Die Ereignisse von damals rund um Pruntrut scheinen weit weg zu sein. Der Jura ist längst ein eigener Kanton. Aber keine Selbstverständlichkeit. Auch nicht für die jüngere Generation. Ich bin da reingerutscht, als ich klein war. Ich komme aus einer Familie von Autonomisten. Schon meine Eltern haben damals für die Unabhängigkeit des Kantons Jura gekämpft. Die Geschichte des Jura, die haben sie uns natürlich vermittelt. Auch die Ungerechtigkeiten, die sie erlebten. Und als ich groß genug war, da bin ich meinen Eltern gefolgt. Es war eine Herzensangelegenheit für mich, dass auch Moutier zum Kanton Jura stößt. Per Januar 2026 wird es soweit sein. Der Jura wird um eine Stadt größer. Der Fall Flückiger. Er ist heute nicht mehr so präsent wie damals. Jolidon kennt ihn aus Erzählungen ihrer Eltern. Doch immer wieder reißen die alten Wunden auf.
Was nicht geklärt ist, kann nicht heilen. Rudolf Lückiger. War es ein inszenierter Selbstmord? Eine politische Verschwörung sogar? Oder eine fatale Begegnung im Grenzgebiet? Meine Vermutung geht schon in die Richtung, dass er als Polizist oder als Zöllner verwechselt worden ist und umgebracht worden ist. Und dann musste man die Leichen zum Verstecken bringen. Doch wenn es eine tödliche Begegnung mit Schmugglern war, weshalb dann das Beharren der Behörden auf einem Suizid? Schriftsteller de Roule ist überzeugt, entscheidend gewesen sei die bevorstehende Abstimmung über den Kanton Jura. Ich nehme jetzt ein ganz böses Beispiel. Ein Bauer aus dem Appenzell, wenn man dem gesagt hat, ja, dort läuft es mit dem Gewehr rum und dort haben sie Leute ermordet und so, und die wollen einen neuen Kanton. Hat er doch alle gesagt, nein, komm, wir wollen keinen Stunk mehr in der Schweiz. Die sollen nach Frankreich oder sonst etwas machen. Ich sage nicht, der Staat hat gewusst, wer es ist. Sie haben einfach gesagt, oh, das wollen wir gar nicht wissen, oder? Weil da stinkt dort etwas. Oder? Die Gründungszeit des Kantons Jura, belastet von ungeklärten Todesfällen? Was hängt zusammen? Was ist Zufall? Diese Fragen beschäftigen bis heute. Nur strafrechtlich ist die Sache längst abgeschlossen. Das ist jetzt ein klassischer Fall, der definitiv schon länger verjährt ist, wo auch die Strafverfolgungsbehörden den Fall nicht mehr werden aufwickeln. Das ist natürlich für die Angehörigen, die immer noch dort sind, schwierig zu verstehen. Aber es ist auch eine gewisse Logik, dass man sagt, jetzt kann man auch nicht mehr belangt werden für etwas, auch nach Jahren nicht mehr. Und jetzt muss man den Fall mal abschliessen, auch für die Behörden, dass es jetzt nicht mehr weitergeht. Rudolf Lückiger wurde auf dem Friedhof seiner Heimat Jegensdorf beigesetzt. Seine Eltern starben später, ohne je Antworten erhalten zu haben. Die vielen offenen Fragen zum tragischen Tod von Rudi beschäftigen uns natürlich alle bis heute. Und wir mussten einfach lernen, den schweren Schicksalsschlag und den grossen Verlust von Rudi anzunehmen und wieder probieren, vorwärts zu gehen. Und er fehlt uns bis heute. Offene Fragen bis heute, auch in einem weiteren Fall. Der Schweizer Terrorist und CIA-Agent Bruno Brigge. Er verschwindet 1995 spurlos. Der Fall Brigge jetzt auf Play SRF.